Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Spooktober-Spiel, Silvio. Da habe ich euch anscheinend gestern angelogen, indem ich gesagt habe, es gibt mittwochs keine Spiele oder zumindest an diesem Mittwoch nicht. Weil die Streams werden nämlich nicht am Mittwoch hochgeladen, sondern am Dienstag. Ich habe da meine eigene Schedule ein bisschen durcheinander gebracht, aber das macht nichts. Jeden Dienstag kommen die Streams, die am Samstag zuvor live gegangen sind. Und mittwochs, ja, spielen wir Silvio 1 und hoffentlich auch den zweiten Teil komplett durch. Ja, auch wie gestern schon World of Horror kenne ich dieses Spiel Silvio überhaupt nicht. Ich habe es mir nur angeguckt, ein paar Bilder, minimal Gameplay, um einfach so ein Gefühl zu haben, was für eine Art von Spiel es ist. Und fand es gut und ja, mehr weiß ich darüber wirklich nicht. Ja, dann lasst uns auch einstarten. Vielleicht machen wir die Musik noch ein wenig leiser, das wäre wahrscheinlich ganz gut. Music on? Mouse Sensitivity? Ich würde die Musik gerne on lassen. Naja gut, dann lassen wir das mal. New Game. Wenn wir keinen Regler bekommen. My name is Juliet Waters. I work as an audio recordist, specialized in EVP, electronic voice phenomena. Or as my friends say, I'm a ghost recorder, but I like to see it more as a two-way communication. I'm intrigued to know why they chose to linger in between the worlds. Or maybe they didn't choose at all. Maybe something is holding them back. Maybe I can help them take that step into the light. I don't know, but I can hear them. They're talking. And that's why I record. I live a couple of hours drive from Sagino. It's eine sehr schöne Atmosphäre. To the public since forever. I've heard there is a back entrance into the park via an old walking bridge. I just bought an old piece of recording equipment. And I figured it could be a good place to test it out on. Ich schau mal, ob ich gleich noch Subtitles anstellen kann. Ich möchte nur jetzt keine Tasten drücken, in der Gefahr, dass ich eventuell Cutscenes überspringe. Schöner Jam zu den Credits. Silvio. Ich sollte wahrscheinlich nicht mitjammen, weil meine Spur immer ein bisschen neben der Musik ist. Es tut mir leid. 7 PM. Molly Jenkins? Ich glaube, das ist ein M. Okay, then. Let's do this. Holy shit. So, schauen wir mal kurz. Settings. Haben wir irgendwo da so ein Subtitles sind doch sogar on. Warum sehen wir die denn dann nicht? Very interesting. Ja gut. Wir gehen in die fast komplett dunkle Nacht hinein. Hier ist abgesperrt. Aber ich kann springen. Hui, kann ich auch hier runterspringen? Nee. Closed Park, no trespassing. Okay. C ist Lampe. Reise es einfach raus mit deinen telekinetischen Fähigkeiten und wir gehen weiter. Gar kein Problem. Was ist das? Wollen wir das in die Tasche packen oder das ist unser Inventar? Okay. I bet I could pry it open with something. Ja, wahrscheinlich mit dem Ding, aber...
Ich bin mir nicht ganz klar im Klaren darüber, wie diese Steuerung funktioniert. Use Pipe, okay. Vielleicht sollten wir die wieder mitnehmen als Waffe. Das wäre eine vernünftige Strategie, aber wir sind ja in einem Horrorspiel und wer hat hier schon vernünftige Strategien? Okay. Irgendwelche Secrets? Anscheinend nicht. Maybe I can climb over the wall somehow. Über die Wand. Oder hier drüber. Hier können wir nämlich einfach drüber springen. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass das Spiel sehr straightforward ist und es nicht allzu viele Secrets gibt, aber ich weiß es nicht. Vielleicht verpassen wir auch was. Aber wir verfolgen oder folgen erstmal den Anweisungen, die der Main Character uns selber gibt. Oder sich selber gibt, ehrlich gesagt. Hopp. Hopp. Wir sind ja hier richtig Mountain Goat technisch unterwegs. Das ist nicht unser erster Einbruch in ein altes Fabrikgelände oder was auch immer das hier ist. Das sieht sehr merkwürdig aus. Sieht aus wie eine Hand, aber was soll diese Figur darstellen? Wahrscheinlich diesen Frosch. Ja doch, da sieht man die Resemblance. Seginor. Seginor. Ich weiß nicht, gibt es hier Fallschaden? Anscheinend nicht. Oder zumindest noch nicht von der Höhe. I can see why they never reopen the park. Do you? Ich meine, es ist sehr kaputt, aber das gehört ja zur Neueröffnung dazu, dass man hier ein bisschen aufräumt, ne? Press 1 to equip microphone. Okay. Hab ich. Hold left mouse and look around to find places of interest. Ooh. Ooh. Da steht sogar dran, wie weit das entfernt ist. Das ist ein extrem modernes Mikrofon. Okay. And you. Ah! Holy shit. I can't get back out that way. No way. Das ist sehr. No shit, Sherlock. Ich meine, wenn wir eine Leiter oder sowas finden würden, aber sie ist very calm. Nicht mal ein Schrei. Der Schrei kam nur von mir. Es ist so, weiß ich nicht, ob ich so calm wäre. Oder so fällst du so rein oder so, ja. Ich glaube, da komme ich nicht mehr raus. Muss ich halt woanders gucken. Ich sage ja, das ist nicht ihre erste Tournee anscheinend. Haben wir irgendwas Interessantes hier? Anscheinend nicht. Looks like the clay got in here too. Ja, aber warum läuft das Ding noch? Das heißt, hier muss ja Strom aktiv sein. Haben wir irgendwo Lichtschalter? Ich meine, die Lampen sind aus. Aber trotzdem muss ja Strom noch laufen, wenn das Ding läuft. Ein bisschen Musik macht das Ganze gemütlicher. Ist direkt nicht mehr so eine Horrorstimmung hier. Kann ich das nicht öffnen? Anscheinend nicht. Wie sieht's mit der Tür hier aus? Hello? Mach doch mal die Safes hier auf. Warum gibt's hier in keinem Raum Lichtschalter? Warum gibt's auch keine Licht... Ja gut, es gibt diese Dinger, aber das sind eher so Warnlichtlampen, oder? Ist doch eher so eine Notbeleuchtung. Das erhellt doch nicht den Raum. Wir brauchen doch auch ein paar Deckenlampen. Es gibt hier auf jeden Fall sehr viel zum Rumlaufen. Okay, die Gänge sind verschüttet. Aber es ist auch ein komischer Flur hier. Wer baut das so? Das ist so viel gewasteter Space. Und es ist ja auch nicht so, dass man hier irgendwas ausweichen müsste. Ganz merkwürdig. Dann haben wir hier diese ganzen Schränke, die wir nicht öffnen können. Wir könnten auch die Säulen einfach zum Einsturz bringen und uns dann lebendig begraben. Aber vielleicht könnten wir uns dann mit Hilfe des Drecks und Schutz nach oben rausgraben. Das wäre vielleicht so eine letzte Maßnahme, weil ich glaube, Hilfe wird hier nicht kommen. Man muss kreativ sein, auch wenn es einen umbringt. Und risikoreich, weil was hat man schon zu verlieren? Okay. Wir brauchen irgendein Werkzeug.
Ich weiß nicht, wo wir ein Werkzeug herbekommen. Hier ist doch nicht viel. Haben wir hier irgendetwas, was von unserem Nutzen sein könnte? Im Klavier vielleicht. Nein. I don't know, aber dieses Klappern dieser Klimaanlage regt mich auf. Mach das mal kaputt. Wir haben hier auch nichts mit dem Mikrofon, was irgendwie uns helfen würde. Aber hier irgendwie, wir haben sehr viele Prospekte. Hier muss auch was drin sein. Im Schrank, da habe ich noch nicht reingeguckt. Wir haben einen Schlüssel an einem Stein. Das ist eher so ein Tankstellending, oder nicht? Ist das für den Schrank drüben? Die Werkzeugleiste hat mich ein bisschen verwirrt, aber Schlüssel ergibt ja schon irgendwie Sinn. Geheimer Tunnel, geheimer Tunnel. Und man muss sterben. Kann ich den Schlüssel wieder mitnehmen? Ich weiß nicht, ob ich da reinspringen sollte. Wir wollen weiter nach oben, nicht weiter nach unten eigentlich. Würde ich jetzt zumindest mal behaupten. Okay. Das war die falsche Richtung. Ich sehe nichts mehr. PM. Chelsea Bonnie. Okay, wir spielen anscheinend mehrere Charaktere. Oder auch nicht. Jetzt bin ich verwirrt. Was haben wir hier überhaupt gemacht? Okay. Someone's been here recently. That's a lit cigarette. Oh, and another locker. Jetzt würde ich mir Sorgen machen. Weil diese Zigarette ist kein bisschen abgebrannt. Das heißt, der war hier, bevor wir hier reingefallen sind. Legit. Also, eigentlich sogar schon danach. Bevor wir hier reingefallen sind, wahrscheinlich. Der hat uns hier reinfallen hören und ist dann sofort abgehauen, als das Ding aufgegangen ist. So wenig wie diese Zigarette abgebrannt ist. Looks like it's powered by this spray can. I wonder where the ammo is. Where oder what? Was füllt man da rein? Das könnte eine Kartoffelkanone sein, ehrlich gesagt. Oder eine Dose. Hello? Ich komme in Frieden. Wollte hier nur ein bisschen erkunden und bin dann hier reingefallen. Ich möchte jetzt wieder raus. Können Sie mir helfen? Wer auch immer Sie sind. Ihr Kaffee ist, glaube ich, fertig. Ja, Kühlschrank. Ich meine, wir können so eine Dose nehmen, wenn die da reinpasst. Was ist das? Ein Schlüssel. Was steht da? At. At. Hai. Hack. Hai. J. Okay, ich glaube, ich weiß nicht, ob das Sinn ergibt. Schlüssel, Tür. Warum halte ich jetzt die ganze Zeit mein Inventar offen? Okay, 3 ist das Inventar. Hello? Jemand da? Darf ich Sie interviewen? Schlüssel? Ein Schlüssel? Ich fühle mich unwohl hier. Vor allen Dingen, weil ich weiß, dass hier irgendwo eine Person rumrennt. Schlüssel? Ein Schlüssel? Ist das Ammo? Die andere war noch voll! Nimm sie doch mit, du hättest sie doch nicht wegschmeißen müssen.
Warum hast du sie überhaupt ausgetauscht? Oh Mann, ey. Aber hey, ein Weg nach oben. Wo ist diese Person hin? There's a locked hatch on the floor. Oh Gott. Noch ein geheimer Tunnel. Schlüssel? Ein Schlüssel? Oh Mann. Es tut mir sehr leid, dass ich in ihre Privatsphäre eindringe. Aber ich will hier einfach nur raus. Bitte weisen Sie mir den Weg. Sie brauchen sich auch nicht zeigen. Bobby, there are two kinds of ammo. Spots, etc. harmless, knock someone something over. Oder nails, etc. can hurt your siblings. Which one do you choose? Eins. Kartoffeln! Ich hätte gerne Nails gehabt, ehrlich gesagt. Okay, vielleicht ist es doch nicht so schlimm, dass du das ausgetauscht hast. Hier ist nämlich noch richtig viel. Vielleicht war es doch nicht voll. Weil jetzt tauscht es nämlich nicht mehr aus. Okay. Ich sage ja, Strom scheint hier noch zu funktionieren, aber wo wollen wir das Ding hinfahren? Kann ich das auch abschießen? So? Anscheinend nicht. Ich frage mich, ob das nur einen Schuss hat pro Gasflasche. Ich meine, ich könnte es ausprobieren hier. Es hat nicht nur einen Schuss. Es hat mehrere. Das waren 8 oder so. Aber egal. Es sind sogar noch mehr. Ich hatte nur keine Kartoffeln mehr. Was haben wir hier? Was ist das? Haben wir hier eigentlich irgendwas mit unserem Mikrofon? Nein. Und das ist sehr creepy. Ja. Wir können das Ding hier rüberfahren, aber was bringt uns das? Wir können es auch da rüberfahren, aber was bringt uns das? Wahrscheinlich... Ich habe keine Ahnung. Wir müssen erstmal irgendwie da hoch. Kann ich von hier drauf springen? Ja. Aber dann komme ich nicht höher. Ich kann anscheinend im Sprinten... Doch, ich kann im Sprinten springen. Okay. Ich weiß nur nicht, ob das überhaupt der Plan ist, wo wir hin sollen. Aber es könnte funktionieren. Sofern man mich hier hochlässt. Ich bin echt nicht gut im Jump'n'Run, falls ihr das nicht bemerkt habt. Ich hab's geschafft. Und jetzt? Hier oben ist nix. Ich glaube, das schaffe ich nicht darüber. Egal, ob ich... Ja gut, ich hätte vielleicht auch springen sollen, aber egal. Ja. Haben wir hier sonst noch irgendwas? Okay. Das Ding war anscheinend böse. Ich wusste nicht mal, was es war. Es war nur ein schwarzer Nebel. Warum gehen wir hier eigentlich hoch, um dann da runter zu gehen? Hätte man da nicht auch einfach eine Tür einbauen können? Hier das Ding da oben
ist anscheinend böse. Nimm dies. Es mag keine Kartoffeln. Was machen wir mit dir? Hier oben ist aber ein Locker, an den ich wahrscheinlich dran muss. This entrance is shut tight. Ja, das sehe ich. Was mache ich mit diesem Schlüssel? Nimm noch einmal ein paar Kartoffeln mit. Das hilft dir eh nicht gegen das Ding. Aber Kartoffeln sind niemals schlecht. Schlüssel. Kein Schlüssel? Kein Schlüssel. Schlüssel hier irgendwo? Hier war ja auch noch eine Tür. Schlüssel? Kein Schlüssel. Hier drüben Schlüssel? Schlüssel. Und Tür. Kartoffel? Jetzt sind wir auf der anderen Seite. Okay, hier geht's auch weiter. Das Ding kommt hier rüber. Können wir die Tür zumachen? Jetzt fühle ich mich gehetzt. Oh fuck. Kann das Ding durch Wände durch? Es kann durch Wände durch. Nimm dies! What the fuck? Ich war nicht mal da drin. Oh, das ist ja nervig. Kommt das jetzt auch? Ich möchte mich hier umgucken. Vielleicht ist ja hier irgendwas Sinniges. Eventuell kommt es jetzt aber auch gar nicht mehr. Who knows? Ja. Diese Türen können wir hier alle nicht benutzen. Scheint. Doch, die schon. Es ist die Toilette. Is that a hole in the ceiling? Ja, gewissermaßen. Holy shit, wo sind wir hier? Mehr Toilettenpapier und noch ein Schlüssel anscheinend. Oder was ist es? Ist es ein Schlüssel? Wie kommen wir wieder raus? Ach, hier drüber. Ist das Ding jetzt für diese anderen Türen hier? Also die hier zum Beispiel? Anscheinend. Ein Hebel. Geht hier ab. Komische Geräusche. Kann ich damit auch die andere Tür hier aufmachen? Das sind jetzt alle Türen offen. Oh, Glasscherbe. Aber ich glaube auch nicht, dass der schwarze Nebel sich sehr dafür interessiert, wenn ich ihm eine Glasscherbe ins Gesicht schieße. Es ist wahrscheinlich gegen irgendwen anders gut. Mehr Glasscherben. Ich habe die Glasscherbe zuerst geschossen. Das ist dumm. What? Schieß die Kartoffeln weg. Sehr merkwürdig, dieses Konzept. Aber okay. Kann ich hier... Ich kann nicht durchcirkeln. Naja, ich habe jetzt auf jeden Fall drei Glasscherben als Ammunition. Wir laden unseren Gastank nach. Das sind alles so wie so Quarantäneräume. Kommen diese Glasscherben her? Oder sind das Steine?
Müssen mal ein paar Kartoffeln loswerden. Ja, dann können wir mehr Glasscherben mitnehmen. Ja, gut. Hier oben die Tür. Geht das auch mit dem Schlüssel? In der Tat. Sind wir hier oben drauf. Ein Becken voller Blut. Ja. Wo wollen wir hin? Was machen wir hier? So, was will ich jetzt hier oben? Ich brauche einen... Okay, ich brauche einen Hebel. Wo kriege ich den Hebel her? Können wir nicht einfach den Wasserhahn oder so abreißen? Ich meine, man kann viel als einen Hebel verwenden, wenn man wirklich möchte. Ich könnte auch diesen Besenstiel als Hebel verwenden. Theoretisch. Wenn es reinpasst. Aber ich weiß gerade nicht, wo ich einen echten Hebel herbekomme. Sind hier noch mehr offene Zimmer? Hier war das Ding. Das können wir nicht mitnehmen, oder? Nein. Das auch nicht. Das ist sehr viel Sucherei, muss ich ja sagen. Hier ist noch ein Zimmer, wo wir noch nicht drin waren. Kisten. Nichts an der Decke. Okay, und dahinter kommt man, aber hier ist auch nichts. Eieiei. Muss ich auch gucken, ob nicht irgendwas in diesen Glasdingern drin ist. Man weiß ja nie. Können wir nochmal die Gasdings hier austauschen. Können wir auch noch Steine oder sowas nehmen anscheinend. Das konnten wir vorher nicht. Ich habe keine Ahnung, was ich hier aufnehmen kann, aber es ist, glaube ich, einfach nur komische Hitbox. Ja, I don't know. Ich habe keinen Hebel gesehen bis jetzt. Oh, ein Tonband. Recordings. So heavy, and it took me far too long to carry her through the corridor. I had only gotten to the elevator room when the siblings catched up with me. I broke a window and jumped out, but they took Jill with them. I managed to escape and ended up at the old hotel. I know what Father does to those who doesn't obey him. And I know my life will end if they find me. It took me far too long to carry her through the corridor. I had only gotten to the elevator room when the siblings catched up with me. I broke a window and jumped out. Das ist doch genau das gleiche, oder nicht? I took Jill with them. I managed to escape and ended up at the old hotel. I know what Father does to those who doesn't obey him. And I know my life will end if they find me. Ja, es ist genau das gleiche. So funktioniert eigentlich kein Tonband, aber egal. Was haben wir sonst noch hier so? Noch irgendwo ein Hebel? Ich meine, dass hier irgendwas Merkwürdiges vor sich geht. There's no handle on the door. I have to find another way out. Dreht sie auf! Meine Güte, stell dich nicht so an. Du willst hier doch entkommen. Ah, wir können hier die ganzen Türen aufmachen.
komische Musterung auf dem Boden. They hate this. Wer? Und warum tust du es dann? Looks like some kind of schedule. Welcome everybody. Today's schedule 9. Welcome. A few words from the creator of Have You Been to Honolulu? 9:15, walkthrough of today's tests and interviews. 9:30, coffee and snacks. 9:45, health checks and interviews commence. Check separate list at the wall of your scheduled... Excuse me, what? Warum hat sich das jetzt geöffnet? Pretend it. Wie kann ich das abspielen? Dieses Mikrofon macht mich extrem unwohl. Hier war gerade irgendwas. 12. A light lunch will be served. 13. Health checks and interviews continue. 15:30. We meet up here again to announce the winners. 15:35. Winners are taken to the helipad for departure. Don't forget your new briefcase. It contains everything you might need for a marvelous vacation. Everyone else, meet by the buses. Gib mir das. Nee, ich möchte hier weg. Bitte. Ist irgendwer hier auf der Toilette? Ich fühle mich sehr unwohl. Raining. Ach so, okay, das sind einfach nur Wörter, die sagen, das ist nicht zum Abspielen. Okay. Ich wusste nicht, dass hier Geister umgehen. Aber ergibt ja irgendwie Sinn. Special. Oh. Hier irgendjemand? Lag das schon vor? Ja, ich glaube, das lag schon vorher hier. Hier irgendwas? Klingt ja fast so. Aber ich finde nichts. Ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn wir das Mikrofon auslassen, ehrlich gesagt. Das ist gruseliger als alles andere hier. Explain. Explain? Nee.
Danke. Was? Hanging in branches? Okay. Also ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich bin wirklich sehr uncomfortable. Wirklich sehr. My God. Kann ich hier auch irgendwie raus, ohne auf Escape zu drücken? Ich will nicht darüber gehen. Nicht bevor ich den Hebel gefunden habe. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich den Hebel finde. Adorable, das habe ich verstanden. Der hier, können wir den nicht einfach mitnehmen? Aber wir haben hier auch immer noch dieses Ding. Ich weiß nicht, was wir damit machen. Weil wo soll das hin und warum? Ach, warte. Ja gut, das bringt mir aber auch nichts, oder? Wenn ich das Ding automatisch laufen lassen könnte, dann könnte ich das einfach hier rüberfahren. So, dann könnte ich da drauf springen und dann? Oder geht es vielleicht nur darum, da rumzukommen? Dann müsste das nämlich... da so hin. Dann kann ich nämlich hier rum. Hier hoch. Und dann da drauf. Und dann hier hoch. Und warum tun wir das? Was will ich denn hier? Weil da drüben drauf kann ich auch so, aber... vielleicht ist das auch nicht gewollt. Affirmative? Present it? Prevent it? Das habe ich da nicht verstanden, aber okay. Whatever you say. Wir könnten auch ins Auto noch gucken. Das machen wir aber gleich. Ich glaube, es ist nicht gewollt, dass man hier drüber da hoch kann. Aber es geht. Ist hier irgendwie der Hebel oder so? Nee, was will ich denn dann hier? Hier ist ja nichts, was ich mitnehmen könnte. Da oben auf der Lampe liegt auch nichts. Sehr merkwürdig alles hier. Wie sieht's denn im Auto aus? Ich kann mit dem Auto fahren. Also, ich könnte. Ich muss es irgendwie reparieren. Tja. Ich weiß nicht, was das hier ist.
könnte das ein Teil vom Auto sein? Wir können es auf jeden Fall nicht mitnehmen. Ich weiß immer noch nicht, was wollen wir hier oben? Können wir das eigentlich mittlerweile... Ich meine, das ist eine nette Shortcut. Okay. Das fährt zurück. Bringt uns das jetzt irgendwas? Das ist gerade ein bisschen merkwürdig. Und dann geht's wieder zu. Toll. Also ja, das ist wahrscheinlich ein timed Ding, dass man darüber kann. Aber warum sollte ich? Also ich weiß immer noch nicht, was ich da oben soll. Ist denn da irgendwas von Interesse, was ich hier nicht sehe? Ich meine, vielleicht der Kanister da oben? Aber den kann ich ja auch nicht aufheben. Oder? Also... Ich weiß nicht, hier ist kein Symbol dran. Was würde ich denn dann hier oben wollen? So, mit dem Ding kommt man hier rüber. Und dann? Gehen wir hier rüber. Der Kanister ist es nicht. Wir können hier rüber. Und weiter? Dann könnten wir rein theoretisch auf den Schrank, von wo wir auch hier hinkommen. Weiter können wir nicht. Das ist so der einzige Ort hier, auf den Schrank. Also wir könnten noch auf die Lampe gegebenenfalls. Ich weiß nicht, ob das geht. Aber ich weiß auch nicht, was wir da oben sollten. Und selbst wenn wir da hochkommen. Und wo sollten wir da dann weiterhin? Und auf der Lampe selber ist nichts. I don't know. Das ist sehr merkwürdig. Können wir den Kofferraum öffnen? Nein. Nicht ohne Werkzeug. Uns fehlen so viele Sachen. Da oben ist aber auch nichts mehr, oder? Ich möchte da nicht hin und dieses Ding triggern, weil dann verfolgt mich das die ganze Zeit unablässig. Da oben irgendwas? Frage ist, wie kommen wir da hoch? Ich meine, vielleicht ist es auch irgendwas mit der Kartoffelkanone. Also von hier, wenn wir da irgendwie drauf kommen... Würden wir da gegebenenfalls hochkommen, aber das ist nicht wirklich möglich. Soll ich einfach mal versuchen, das Ding mit Glasscherben abzuschießen? Ey. Was hast du gesagt? Leid. Thank you. Congratulations on your purchase of the L500, the very latest in modern spirit recording technology. We here at Stellatron Incorporated would like to thank you and wish you many hours of thrilling conversation with the world unknown. Ja, das ist das, was man für ein Spirit-Ding braucht. Ist das Ding jetzt weg?
leid. Okay. Ans Auto? Ja, das ist das, was da gefehlt hat, damit es funktioniert. Also, ganz ehrlich, ich mache mir keine Sorgen um TÜV, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahren will. Aber wer weiß, wie die Geister das sehen. Wir brauchen mehr Scherben anscheinend. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass das Ding irgendwo anders spawnt. Hallo? Hallo? Naja. Fängt schon wieder diese eerie Music an. Ich weiß ehrlich gesagt gerade nicht so ganz, wo ich hin muss. Ich weiß nicht, ob man das merkt. Es fehlen so viele Sachen. Und hier sind ja auch Sachen, zum Beispiel, das Ding ist doch bestimmt wichtig, früher oder später. Danke dafür. Ich wusste nicht mal, wo das Ding ist. Haben wir jetzt das Licht noch? Wahrscheinlich. Hallo? Kommt auf jeden Fall nicht noch mal hier. Es ist ganz weit weg. Aber ich weiß nicht, ob ich da einfach in den Gang laufen möchte. Ich glaube, da warte ich lieber, bis es hier hinkommt. Weil es kommt ja offensichtlich auf mich zu. Und hier habe ich dann eine offene Fläche, wo ich es abschießen kann, statt dass es wieder aus irgendeiner Wand kommt und mich überrascht. Weil ich nicht weiß, wo es ist. Und jetzt kommt es gleich von hinten oder so, ey, weil es sich teleportieren kann. Hallo? Gib mal ein bisschen Gas. Das ist. Ich glaube, das war nicht mal in der Map. Also nicht mal da, wo ich hin kann, weil 80 Meter in die Richtung ist schon ziemlich krass. Noch? Komm her, zeig dich. Und dann schieße ich dich mit einer Glasscherbe ab und dann habe ich kein Gas mehr. Ich sehe es schon kommen. In der Zwischenzeit ist hier oben irgendwas? Sieht nicht so aus. 20? Müsste es jetzt nicht langsam zu sehen sein irgendwo? Da ist es. Warten.
Ja, Button, habe ich verstanden. Wo ist der Button? Der ist da irgendwo drin. Muss ich von der anderen Seite hier rein. Bitte komm jetzt nicht wieder und überrasch mich, ey. Button. Oh Gott. Wo ist hier ein Button? Gasoline. Ja, okay. Da ist irgendwo ein Button, aber... Oh. Ich sehe hier keinen Button. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Kümmern wir uns später drum. Holen wir erstmal das Gasoline. Es kommt nicht näher. Lassen wir es erstmal da. Gasoline ist da oben. Jetzt brauchen wir das. Es kommt immer noch nicht näher. Bin ich aber auch gut so. Jetzt müssen wir da hoch. Gasoline. Können wir ins Fahrzeug einfüllen? Würde ich einfach mal sagen. Nicht? Wo hat das Ding denn den Tank? Da. Used Gasoline. Eieiei. Jetzt müssen wir irgendwie zu dem Ding anscheinend hin. Kann ich das hier austauschen? Ja. Ich weiß nicht, ob ich es schon muss. Aber um auf Nummer sicher zu gehen... Hi. Ja, hallo. Never. Den hätte ich ja lange vorher suchen. Lever, Ladder und Wheel. Drei Stück in einem. Ich weiß trotzdem immer noch nicht, was es mit dem Button auf sich hat. Es kommt immer noch nicht auf mich zu. Oder? Holy shit! What the fuck geht denn auf dich ab? Wie komme ich zum Wheel? Headshot. Was? Spark? Okay.
Ich möchte da eigentlich nicht weiter hin. Ich weiß ja nicht mal, wie ich an die Sachen komme, an die ich kommen muss. Außerdem brauche ich, glaube ich, neue Glasscherben. Schnapp es dir. Ich glaube, das geht so nicht. Ich weiß es aber nicht. Kann ich das Ding irgendwie... Sah fast so aus, als könnte man das abschießen. Naja, Glasscherben. Und Leather? So. Ach so. Toll. Das war erstaunlich unhilfreich. Danke dafür. Kann ich die auch wieder hochziehen? Ich weiß nicht, ob das hilfreich ist. Komme ich von hier aus da hoch? Ich habe halt so ein Ding auf dem Kopf. Das ist halt das Problem hier. Das geht doch nicht. Oder kann ich die wohl selber aufstellen, wenn ich das runterlasse? Das wird so auch nicht sein, oder? Das Ding ist ganz schön schwer oder sieht zumindest sehr schwer aus. Wenn ich das jetzt so abschießen könnte. Naja. Hätte ja sein können. Ich brauche sehr wahrscheinlich Nägel. Wo ist das Ding? Das Problem ist, das ist direkt da, wo die Nägel sind, die ich nehmen kann. Ah, haben wir noch irgendwo Glasscherben? In irgendeinem dieser Räume hier. Ja, hier ganz viele. Und hier noch ein. Spark. Kann ich das Ding nicht nehmen? Anscheinend nicht. Spark, ist das nicht eine Fuse? Also eine Zündung? Zündung ist es wahrscheinlich einfach. Ich weiß immer noch nicht, wie ich an das Wheel komme, beziehungsweise was es mit dem Button auf sich hat. Ich kann auch nochmal hier gucken, aber der ist 100 Pro auf der anderen Seite. Aber da habe ich nichts gesehen. Ist halt hinter dem Schrank. Ja. Gucken wir mal, was das Ding noch zu sagen hat. Hi. What's your name? Jetzt fängst du an, mit dem zu reden? Daniel. Daniel? Ich weiß nicht, ob ich mit dem reden würde. Ja, Daniel. Okay. Warum haben wir jetzt, warum haben wir jetzt auf einmal eine Kerze? Gesundheit. Ich habe nichts verstanden, aber wenn du es drown, okay, das ist das, was ich vermutet hätte, aber ja, wenn du das besser verstehst, umso besser. Where did you die? Wir reden weiter, okay.
Nonsense. Hospital? In the woods? Ja, close enough. Muss man noch was zu sagen? How do you feel? Wahrscheinlich nicht gut. Er ist tot. Oder gar nicht. Blue? I'm blue dabedidabedei? Tatsache. I'm feeling blue. Where is your family? Wir gehen die Fragen auch nie aus, ne? Right here. Sie sind alle hier. Nice. Dead. Er ist weg. Ich hoffe, er kommt nicht wieder. Button. Ich habe keine Ahnung, was hier mit Button gemeint ist. Kann ich das Ding irgendwie... Hier ist ja auch nichts hinter. Ist vielleicht... Wenn das da oben der Knopf ist, dann weiß ich aber auch nicht, wie ich den betätigen soll. Komm ich nicht hoch. Und das hier ist Toilettenpapier. I don't get it. Dieser Button ist sehr mysteriös. Außerdem möchte ich gerade nicht mehr Scherben verschwenden. Erstmal hier ein paar Nägel nehmen. Kann ich vielleicht einfach da was drauflegen? Ich konnte es doch mit Rechtsklick so auswählen irgendwie. Probieren wir das mal aus. Aber hier auf dem Ding ist auch sowas. Lass mich auf das Fass da drauf. Tju, tju. Das ist die Flugbahn, die es nehmen würde. Das ist cool, dass man das vorher sieht. Aber das bringt auch nichts. Wo soll hier ein Button sein? Ich sehe ihn nicht. Und er ist auf jeden Fall auf dieser Seite. Das ist merkwürdig. Na gut, machen wir erstmal weiter mit den anderen Sachen. Also, wir haben noch das Wheel und die Ladder. Aber bei dem Wheel weiß ich ehrlich gesagt auch nicht weiter. Können wir jetzt hier Nägel nehmen? Oh, nett. Also die Leiter muss ja auf jeden Fall hoch. Anders ergibt es ja überhaupt keinen Sinn. Dann ist jetzt aber die Frage, ob das wohl ein Bug war, dass sie da nicht hätte runterfallen sollen. Weil ich weiß nicht, wie ich von hier hochkommen soll. Ehrlich gesagt. Ich hab's. Braucht die Leiter nicht. Man kann es auch anders lösen. Zack, Reifen da dran. Zack, Zündner da dran. Next Level. Okay. Ich weiß nicht, wofür der Knopf da ist, aber egal. Das Spiel ist sehr merkwürdig. In der Hinsicht, was man machen kann, machen muss und wie man es macht, aber naja. 9 PM, Valentina Sacher? Sacher? Car. Gut zu wissen, Car. Sind wir jetzt einfach durch das Ding durchgefahren? Ja, natürlich. Das war eine massiven... Ach nee, das war eine Holztür.
Ja, ich weiß trotzdem nicht, ob die alte Karre da durchgefahren wäre, weil die sieht ehrlich gesagt auch aus wie aus Holz. Aber okay. Fast 173 Meter entfernt. Ist ja nichts. Zwischenzeitlich fallen wir wahrscheinlich wieder in fünf Häuser rein oder so. Aber okay. Haben wir unsere Pistole noch? Ja. Sie ist aber nicht mehr geladen. Wunderschön. Eine Straße. Ich folge einfach nur dem Signal. Einfach querfeldein. Ich weiß nicht, warum wir nicht weiter gefahren sind. Vielleicht war der Sprit alle. So alte Karren, die verbrauchen ja sehr viel. Man kennt es ja. Aber ja. Hallo? Ich komme in Frieden. Glaube ich. Ein Haus. Oder sowas. Ein ganzes Dorf. Hi. What's your name? Frag das doch nicht einfach so. Ist dir klar, dass du Geister damit auch verärgern kannst, wenn du sie störst? Robin? Robin. Okay. Robin, was tust du hier? Ich bin bewaffnet. Ich warne dich. Ich habe zwar keine Munition, aber ich bin bewaffnet. Jetzt laufen wir hier einfach so durch die Gegend, kilometerweit, um irgendwelche Geister zu suchen, ey. Aber was haben wir überhaupt für ein Mikrofon, das 400 Meter, auf 400 Meter Entfernung irgendwelche Geräusche aufnehmen kann des Übernatürlichen? Und das dann auch noch genau anzeigen kann, wie weit es weg ist. Das ist insane, dieses Mikrofon. Und das hat nicht mal so eine Schüssel, womit es dann so spezifisch die Wellen auffangen kann. Nein, man richtet es einfach ungefähr in die Richtung. Hallo Vogel. Der ist riesig. Guck mal, wie groß der ist. Das ist ein richtiger Klopper von einem Raben, ey. Ich meine, es gibt so große Raben, aber glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob so groß. How did you die? Ja, ich habe da nichts verstanden. Feier, ja gut, das ergibt Sinn, aber das hätte ich jetzt nicht daraus deuten können. Next, please. Lauf einfach dem Raben hinterher, guck nicht zurück. Renn. Rabe, show me the way. Proof is here. Wovon? Das war noch nicht mein Ziel. Send help, irgendwas verfolgt uns. Rabe, lauf. Hey, zwei Raben. When did you die? Hundred? Du bist aber schon lange tot. Seventeen One, okay. Ich weiß nicht, in welchem Jahr dieses Spiel spielt. Das kann ich nicht sagen, wie lange das her ist. 500 Meter, aber immerhin wieder in Richtung Auto. Ein Berg. Send help, please. Ich fühle mich gerade irgendwie so ein bisschen wie bei Slenderman. Hello?
Jemand da? Hört sich an, als wäre hier jemand drin. Ich meine, vielleicht sterbe ich gleich auch einfach. Kann natürlich auch sein. Aber jetzt bin ich wieder bewaffnet. Ich weiß nicht, warum ich mich verfolgt fühle, obwohl mich sehr wahrscheinlich nichts verfolgt. Ich verfolge etwas. Ich bin der Verfolger. Warum fühlt es sich so an, als müsste ich rennen? Ich weiß nicht, was für einen Job du da machst oder aus welchem Grund du das hier tust, aber lass das bitte sein. Ich möchte nicht Teil davon sein. Rabe, wo bist du? Bring Schutz über mich. Ich möchte nicht alleine sein. Okay. Da sind wir wohl in die nächste Map gelaufen. 10 p.m. Wiesla Belly. Bellick. Ich weiß nicht, ob das ein E oder ein C ist. Jetzt habe ich meine Munition wieder verloren. Oh, never mind. Warum sind wir jetzt eigentlich mit dem Auto hier? Hello? Rabe? Ice Cream? Ja, den Shop übernehmen wir. You don't say. Ich dachte, er wäre noch offen. Ich wollte ein bisschen Eiscreme bestellen. Looks shut down, ey. Das ist alles komplett verrostet, zugenagelt. Oh, das sieht zu aus, ne? I'm sorry. Blank. Blank. Ich kann es nicht lesen, sie hat eine furchtbare Blink. Sie hat eine furchtbare Handschrift. Wir haben eine Recording. Können wir die nicht mitnehmen? Ist nicht für unser Gerät geeignet, ich weiß. Da hinten ist irgendwas Neues, aber wir wollen erstmal gucken. Unser Rabe, no! Was? Silvis? I don't know what combination to blank. Ja, ne? Das hat er dir nicht mitgesagt. In der Tat. Sorry, dass ich dich nochmal stören und wahrscheinlich abschießen muss. Was? Call her? Wen? Wrench Tilt Cone. Inwiefern hilft mir das? Jetzt kommt es auch noch wieder auf uns zu. Lass mich in Ruhe bitte, ja? Tape und Musik. Nein, danke. Komm hier nicht rüber.
Ja. Ja, und hier ist Musik, die wir nicht haben. Ich weiß, wo das Tape ist. Das habe ich vorher schon gesehen. Warum haben wir das nicht direkt mitgenommen? Ich wusste doch, dass das wichtig ist, so hell wie das leuchtet. Und noch ein paar Nägel nehmen. Für mich sicherer mit einer vollen Ladung. Auch wenn das Ding gerade nirgendwo zu sein scheint. Die Wrench sollten wir auf jeden Fall auch mitnehmen. I don't know what combination to blank. Ja, darum geht's auch gerade gar nicht. Wo ist diese Wrench? Hängt die hier irgendwie... Gott. Ist ja überhaupt nicht gefährlich. Ich möchte hier nicht runterfallen, ja? Danke. Klingt irgendwie wie ein Alarm. Okay. Tilt. Wir können erstmal die Musik einlegen. Und was ist das hier? Wir öffnen den Eiscreme-Shop. Ich wusste es. Wollte ich schon immer mal machen. Hat die Geister anscheinend noch nicht aufgeschreckt. Aber irgendwas scheint hier zu sein. Es ist so laut hier. Tilt. Holy shit. Hier ist auf jeden Fall irgendwas. Progress? Mother Burning? Ja, das habe ich nicht daraus verstanden, aber okay. Wunderschön. Unser Geist will anscheinend Eiscreme. Und da kommt er auch schon direkt. Hallo, lieber Kunde. Hier haben Sie Ihre Eiscreme. In Form von Nägeln. One. One what? What the fuck? Ich hab's nicht gesehen. Can't free? Can't breathe. Na gut. Das ergibt auf jeden Fall mehr Sinn. Gib mir mehr Munition. Okay. Gehen wir anscheinend mal zu One. See the sights. Da kommt's schon wieder. Wir gehen erstmal zu One. Ich ignoriere das jetzt erstmal. Gucken wir erstmal, was hier drüben ist. Das Ding ist ja eh nicht so schnell. Okay. Ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. So langsam ist es anscheinend doch nicht. Da ist es. Eiscreme! Ich habe nichts verstanden. Two. Ja, das habe ich mir gedacht, aber das habe ich nicht verstanden. Wir gehen zu Two. Kann sein, dass das Ding eventuell schneller wird, je weiter ich weg bin.
Weil irgendwie war das ziemlich schnell da, dafür, dass das sehr lahmarschig ist. Also, wenn ich jetzt raten müsste, Morsecode lang, lang. Ich habe nur keine kurzen Angaben. Ich höre hier was. There's. Eine Arcade-Maschine, Alter. Das ist doch nicht das Signal für das Ding, oder? Oder vielleicht doch? Ich meine, hier wäre aber auch noch irgendein anderes Signal. Irgendwer spricht hier. Ich weiß nur nicht, wo genau. Da ist es. Eiscreme! Hui. Jetzt gehen wir mitten drauf zu, ist die Sache. Ich glaube, ich habe die nächste Notiz gefunden. Wenn das die ist, nehmen wir das mal direkt mit. Aber wo ist das Ding? Es ist viel zu nah. Ich sehe es nicht. Irgendwo da zwischen den Bäumen anscheinend, da. Eiscreme für dich. Was hier vor? Gucken, dass wir dem Ding jetzt nicht in die Arme laufen. Es kommt. Oh Gott, ist es wieder riesig. Naja. Lang, lang, kurz, lang. Blink. Aber jetzt bewegt es sich immerhin nicht mehr. Das wäre auch sehr creepy, wenn auf einmal so ein riesiger Schatten auf einen zukommt in Form eines Menschen. Können wir jetzt blinken oder fehlt uns noch eins? Und was blinken wir überhaupt? I don't know what combination to blink. Wieso nicht? Vielleicht fehlt uns noch eins, aber woher willst du das wissen? Wo sind die Nägel hier oben? Wo haben wir das Tape gefunden? Das war doch irgendwo hier. Hier. Da sind nämlich auch neue Nägel. Einmal kurz voll machen. Und ich weiß, du willst Eiscreme. Hier kannst du welche haben. Five and six. Ich habe auch six gehört. Da hinten ist schon wieder eins. Ja, ich möchte aber erstmal zum Auto. Und neue Nägel holen, weil ich habe gerade sehr viele verballert. Und dann können wir uns auch erstmal um die 5 kümmern. This must be a combination for the signal lamp. Ja, woher wusstest du, dass es 5 Stück sind? Wo ist es? Müsste direkt vor mir sein, aber warum sehe ich es nicht?
unter mir. Das ist irgendwo da im Boden. Deswegen sehe ich es nicht. Naja, lassen wir es mal im Boden sein. Vielleicht mag es Maulwurf zu spielen. Wir blinken jetzt mal. Blink. Also. Lang. Lang. Warum macht er es so häufig? So, jetzt sind alle aus. Cool. Lang. Lang. Kurz. Lang. Lang. Ich habe keine Ahnung, was das bedeutet, aber irgendwer anders wird es wahrscheinlich wissen. Next Level. Ein Rabe. Kommst du mit? Komm, steig ein. PM, Natascha Klicker? Elk Ecker? Ecker? War das ein A am Anfang? Car. Wir sind schon wieder mitten irgendwo in der Wüste. Kommt irgendwas auf uns zu? Erstmal gucken. Da es so weit weg ist, wahrscheinlich nicht. Okay, wo sind wir denn dieses Mal hier? Wo wollen wir hin? Sehr weit weg anscheinend wieder. Sekunde mal kurz. Bevor wir gehen, erstmal die Munition aufladen. Nein! Mach den Trunk. Never mind. Wir fahren einfach dahin. Auch wenn ich irgendwie das Gefühl habe, laufen ist schneller. Ich wusste nicht, dass man wirklich in diesem Spiel fahren kann. Hui. Auch einfach querfeld ein. Das Auto ist sehr geländefähig, muss ich ja schon sagen. Hätte ich von so einer alten Karre nicht erwartet. Aber ja gut, wir haben es ja bald schnell repariert. Mit Hilfe eines Geistes anscheinend. Was geht hier ab? Oh. Erstmal gegen einen Baum gefahren. Kein Problem, ist ja eh nicht unsere Karre. Das ist unser Ziel. Na, nicht ganz. Aber hier schon so ungefähr. When were you born? Mit wem reden wir denn jetzt? Immer noch mit Robin? '65, das heißt, es ist ein 6 Jahre alter Junge. Schön. Fahren wir jetzt überall mit dem Auto hin? Aber wie gesagt, ich habe irgendwie das Gefühl, Rennen ist schneller. Weil dieses Auto ist nicht gerade sehr schnell. Aber ich weiß es nicht. Das ist auf jeden Fall weniger anstrengend für unseren Charakter. Hey, ein Zirkus. Haben wir hier irgendwas Besonderes? Oder müssen wir hier später vielleicht noch... Ich finde das so gut, dass eine Musik anfängt, während wir im Auto sind. Hello. Wahrscheinlich kommen wir hier später noch. Oder? Jemand da? Wir können hier auf jeden Fall Scherben nehmen. Aber hier scheint niemand zu sein. Aber ganz ehrlich, Rennen ist schneller als das Auto. Das sieht man an der Zahl. Dann laufen wir halt durch den Wald. Bringt ja nichts, wenn wir da mit 5 km/h hergurken. Ein Sessel.
Ich habe irgendwie das Gefühl, manchmal nimmt er irgendwas auf und wir hatten ja gerade bei dem Ding auch. Hallo Rabe. Auf einmal so ein Sprechding aufgenommen. Ich weiß zwar nicht, was das bringt, wenn wir die sammeln. Inwiefern uns das weiterhilft. Aber das sind ja eher so Nebenobjectives. Die random Geister zu erwischen. Außerdem weiß ich nicht, wie ich bei so einer großen Map hier alle Nebengeister finden soll. Vor allem, wenn sie nicht angezeigt werden. Hi! Hier waren wir doch schon mal. Bist du oben? Hallo? Erstmal durchladen nochmal. Hier ist auf jeden Fall was. Waken. Aha. Proof is here und waken. Nett. Aber trotzdem ist hier irgendwo unser Geist. Ich weiß nur nicht wo. Hallo? Ist er im Keller? Er ist angeblich genau hier. Gibt's einen Keller? Es gibt nur einen Weg nach oben. Where is your family? Aha. Auch right here? Not here? That's here. Okay. Ist dein Dad freundlich? Oder eher nicht so? Naja, laufen wir mal weiter. Also zu dieser Map werden wir wahrscheinlich noch häufiger zurückkommen, so wie das aussieht. Hier hört sich das auch schon wieder so an. Ja, hier ist doch was. He knows. He knows what und wer knows what. Hier klingt es fast auch, als wäre hier was. Hier drin? Hi. Hier ist auf jeden Fall irgendwo was, aber ich weiß nicht wo, weil mir das Ding ja nichts anzeigt. Hope for the best, expect the worst. Das sind wahre Worte. Weil so kann man niemals enttäuscht werden. Naja, doch, eigentlich sollte man... Ja, I don't know. Hello? Aha, wir gehen ins nächste Gebiet. 12 p.m. oder 12 a.m. 12 a.m. Adela Khalili. Ich weiß nicht, was mir diese Namen sagen sollen. Aber wir haben wieder Munition. Das gefällt mir.
Und wir haben ein Ding, das zumindest jetzt noch nicht auf uns zukommt. Hier jemand im Auto? Das klingt nach einem Ja. In the shack. In the shack. Ich weiß nicht, ob wir hier irgendwo einen Check haben. Hier noch jemand? Hier sind sehr viele Geister, so wie sich das anhört. Aber wir laufen erstmal hier rüber und da oben ist das Ding. Hi. Piu. Es wird stärker, das gefällt mir nicht. Ich brauche mehr Nägel. Und wieder Blink. Blink. Blink what? Die Kombination hier? Signal lamp. And that must be the combination written on the wall. But it seems like the electricity is out. Ach, na super. Okay, du kommst noch nicht auf mich zu, das heißt, ich gehe auf dich zu. Die Electricity führt anscheinend ins Haus hinein. So wie das aussieht hier. Oh, hi. Ja, das Ding wird echt stärker. Es braucht immer mehr Munition, um es abzuschießen. Red doch mal bitte klar und deutlich. Ethik habe ich daraus nicht entnommen. Aber okay. Ich brauche mehr Munition. Kann ich mit dem Auto fahren? So einfach ins Haus rein? Okay. Ist wahrscheinlich im Attic, oder? Sehr wahrscheinlich. Irgendwer ist hier. Vielleicht schaue ich mir auch erstmal das Ding da oben. Hol mir alle Sachen, die es zu sagen hat. Hook und Lift. Okay. Bist du nicht mehr da? Zumindest gibst du kein Signal von dir gerade. Was ist das da oben? Liars. Liars. Hier kommen wir nicht rein. Vielleicht müssen wir doch auch erstmal den Hook holen. Für den Lift vielleicht? Wie kommen wir da denn dran? Einfach springen? So geht das auf jeden Fall nicht. Aber wenn hier der Strom aus ist... Das ist ja auch nichts. Ja, das ergibt sehr viel Sinn, dass wir einfach so über so eine Gummileitung laufen können. Aber okay. Ich stelle es nicht weiter in Frage. Wir machen es einfach, um diesen Hook zu holen. Hup. Was machen wir mit dem Hook? Kannst du mir das auch sagen? Weil ich wüsste jetzt erstmal nichts mit dem Hook anzufangen. Aber ich hole vielleicht auch erstmal wieder neue Munition, weil man weiß ja nie. Das Ding kommt hinterher dann 50 Mal im Haus und dann geht mir die Munition aus. Gut, dass wir den Kofferraum vollgepackt haben damit. Private Property. Ja, nicht mehr. Der Hook ist auf jeden Fall nicht hierfür. Der Hook ist anscheinend eher dafür.
Können wir das hier betätigen? Kommt es runter? Anscheinend nicht. Ich hätte mich auch gewundert, wenn der Strom aus ist. Da war gerade was. Hello? Lister? Frau? Gesundheit. Accidents will happen. Ja. Das ist zwar wahr. Mann. Warum funktioniert das nicht? Das wäre so schön. Können wir hier hochklettern? Anscheinend nicht. Wobei, mit ganz viel Anstrengung. Nee. Können wir die Dinger einfach so... Nee. Aber wir haben ein paar Nägel eingesammelt. Ja gut, können wir hier irgendwie hochklettern? Ich meine, wir können zwei Dinger nicht so hochspringen. Das hatten wir schon ein paar Runden davor. So ein Crouch-Jump, der wäre jetzt was. Der wird mich bestimmt da hochbringen. Das Problem ist, selbst wenn ich auf das erste Ding hier hochkomme, komme ich nicht auf das zweite hoch. Und auf das dritte. Und von da weiß ich sowieso nicht, wo ich hoch soll. I don't know. Wir haben nicht gerade sehr viel Info. Wir haben einen Hook, der wahrscheinlich hier dran soll. Und wir wissen, dass wir da irgendwie hoch müssen. Geist, ich brauche Hilfe. Was zur Hölle? Damit kann ich die Dinger jetzt abschießen? Holy shit. Aber ich muss anscheinend beide gleichzeitig abschießen. Wo ist mein anderer Ball hingesprungen? Da. Den Geist wieder geweckt? Nein. Okay. Wir haben Nägel. Oh. Hello, ich bin hier oben. Ist hier jemand? Klingt irgendwie, als wäre jemand hier. So, Hook. Hook's da dran. Und dann ab nach oben. Warum funktioniert das überhaupt, wenn wir keinen Strom haben? Warum ziehen wir das jetzt nach oben? Hätte ich mich vielleicht da drauf stellen sollen. Ich weiß ja nicht. Es wird auf jeden Fall wieder sehr ungemütlich hier gerade. Ich glaube, ich stelle mich mal da drauf. Hopp. Kann ich mich davon zerquetschen lassen? I mean. Können wir so überhaupt das Ding betätigen? Nicht wirklich. Muss ich ganz schnell reagieren. Hallo? Ich glaube nicht, dass ich schnell genug außen rumlaufen kann. Nee, auf gar keinen Fall bin ich da schnell genug. Was bringt mir das denn dann? Kann ich hier so hochklettern? Ich meine... Das Ding ist doch nur für runter, oder? Ich kann das Ding nicht gleich von hier wieder hochholen, oder? Nee. Das hier ist nur für runter.
Und es ist ja auch kein Problem, hier drauf zu kommen. Ich kann es nur nicht von hier betätigen. Kann ich... Wie sieht's denn aus, wenn ich einen von den Bällen nehme? Ah! Die Bälle sind heutzutage für alles gut. Hello! Ja. Hier sind sehr viele Skelette. At least they're not human. Looks like the bones of birds. Also ich weiß ja nicht, aber die Dinger sehen ziemlich groß aus dafür, dass es Knochen von Vögeln sein sollen. Joy Parade. Ja, eine wunderbare Joy Parade hier. Alles voller Knochen. Ein Schlüssel. Okay, der Schlüssel wird wahrscheinlich für den Keller sein. Used Key. Der Geist kommt wieder auf mich zu. Ich glaube, dafür sind die Bälle nicht so gut, oder? Die Bälle kann er sehr gut ignorieren. Cages. Warum sind hier Kartoffeln? Die bringen mir so gar nichts. Und warum hat jeder so diese Heat und Light? Warum hat hier jeder so diese Gasbehälter? Weg mit der Kartoffel. Ich hole mir richtige Munition. Ich weiß nicht, was ich mit den Kartoffeln soll. Okay, der kommt erstmal nicht auf mich zu. Sollen wir dann erstmal uns um das Ding kümmern? Das wäre doch wahrscheinlich besser, oder? I am honored. Ja, gut. Sehr schön. Es ist wieder riesig. But I mean... Flute? Was soll ich denn mit einer Flute? Das war 107 Meter jetzt. Und es kommt nicht auf mich zu, immerhin. Ich meine, die Flutes sind auch sehr weit weg. Kümmern wir uns erstmal ums Haus. Hier brauchen wir ein Werkzeug für. Hello? Murderers. Ja, das habe ich mir schon fast gedacht. Cage 4? Cage 1? Das so schlau war, weiß ich ja nicht. Aber egal. Ich will meine Scherben. Mir ist auch gar nicht aufgefallen, dass ich keine Munition hatte. Aber gut, jetzt habe ich welche.
Noch irgendwas, was wir hier machen sollen? Light und Cages. Ja, die Cages haben wir gerade betätigt. Schlüssel. Hi. Was zur Hölle ist das? Bobby. One stun for birds with rocks. 2. One bird in every cage. 3. Turn on switches in cellar. 4. Fill up container. 5. Burn them in the attic. A to-do-list for Bobby. Throw rocks at birds, put them in the cages. Seems easy enough. Oh, yeah. But how about no? How about wir lassen die Birds einfach in Ruhe? Nee. Ich weiß nicht warum. In diesem Spiel gibt es nicht mal wirklich irgendwelche Gefahren oder sonst was, aber ich fühle mich durchgängig unwohl. Das Spiel schafft wirklich eine wunderbare Stimmung für ein Horrorspiel. Ich brauche wieder Bälle. Einfach so diese Geräuschkulisse und alles ist sehr creepy und ja, man fühlt sich halt einfach unkomfortabel. Die Cages sind aber nicht hier im Attic. Hier sollen wir die nur verbrennen. Oh. Was zur Hölle habe ich da eingesammelt? Wie komme ich denn hier oben überhaupt rein? Ich dachte erst von innen, aber von innen habe ich nichts gesehen, also keine Treppe, die nach oben führt. Oder habe ich hier irgendwas übersehen? Auf jeden Fall eine Nachricht. Hurt myself. Ja, wunderschön. Da oben. Four cages connected to a big machine, which is connected to some kind of container. Hier sind auf jeden Fall wieder Geister unterwegs, das hört man. All work, no play. Mhm. Was ist denn unser Plan hier mit den Vögeln? Ich meine, wir haben gerade keine Vögel. Vielleicht müssen wir erstmal zurück und zu unserem Geisterfreund wieder gehen. Gehen wir erstmal weiter. Wir müssen ja auch die Flutes holen da hinten. Es liegt ja sowieso beides auf dem Weg. Also ich sehe noch nichts. Müsste hier aber gleich irgendwo sein. Ich sehe keinen schwarzen Nebel.
muss hier anscheinend rein. What's your name? Okay, wir reden wieder. Christoph. Das habe ich verstanden. Mit K. Und wo bist du jetzt? Immer noch hier drin oder nicht? How did you die? Irgendwas mit Mörder? Murderer einfach nur, okay. What happened to you? Ich würde einfach mal behaupten, er wurde ermordet. Got murdered. Suffocated. What do you want from me? Ich weiß nicht, ob der irgendwas will. Du verfolgst ihn doch. Exit Tunnel. Okay. What do you mean? Where is this tunnel? Ja, super. Sehr hilfreich. I don't know, sagt er. Ja, I don't know. Woher weißt du denn überhaupt von diesem Tunnel? Okay, keine Gefahr mehr. Flöten. Wo ist hier eine Flöte? Ich sehe keine Flöte. Flutes. Sind die hier drin? So ein Messer. Eine Tasse. Warum haben eigentlich alle so ein komisches Gemälde von irgendeinem komischen Typen? Das ist einfach weg damit. Man hört hier Flöten. Muss ich hier irgendwas abschießen oder so? Vögel? Steine? Vögel? Vögel mit Steine? Ich will keine Vögel umbringen. Aber ich sehe auch keine Vögel. Hallo? Was zur Hölle ist das? Vögel. Okay. Ich soll die Flöte ja hier benutzen. Irgendwie. Ah, 4 ist das Ding. Aber ich kann hier nicht mit 4 wieder raus. Ich habe Vögel gehört. Crystal? Okay, gehen wir mal zu dem rot leuchtenden Ding. Crystal? Vogel. Ich weiß nicht, ob ich Vögel hier unterwegs töten muss oder abschießen muss. Aber wenn ich nochmal einen sehe, probiere ich ihn nochmal abzuschießen. Eine Flöte. Das sind die Vögel. Ich muss 4 Flöten finden. Und dann wird mir die Position der Vögel verraten. Gehe ich mal von aus. Das heißt, ich sollte hier noch nicht weg. Ich sollte erst nach Flöten suchen. Da
Okay, hier sind... Okay, die sind die Bella. Hier ist die letzte. Ra. Okay, die sind alle da hinten. Dann fangen wir mal mit Savannah an. Savannah fliegt nicht weg. Jetzt ist Savannah da vorne. Hang! Ist ein bisschen doof. Kann ich die auch einfach mit... Kann ich die auch einfach mit Scherben abschießen? Weil ich habe nicht so viele Steine. Sonst... Alter! Stop it mit der Flöte. Ich glaube, ich sollte mal ein paar mehr Steine holen. Weil mit den Scherben scheint das nicht zu gehen. Steine! Ganz viele Steine. Und flupp. Es tut mir sehr leid, Savannah. Oder auch nicht, weil ich dich nicht treffe. Ist aber auch schwer zu erkennen, wo dieser Vogel ist. Ah, ich habe ihn erwischt. Vogel Nummer 1. Dann füllen wir mal unseren Vorrat an Steinen auf. Ich werde wahrscheinlich noch ein paar mehr brauchen bei meinem, ja, meinem Treffgeschick. Und dann holen wir jetzt als nächstes Siegfried. Boah, Alter, das ist aber auch finicky. Die Dinger fliegen überhaupt nicht weit. Siegfried, du bist jetzt sehr weit weg. Können wir hier unterwegs noch ein paar Steine aufsammeln? Wo sind denn die hin? Ich, ja, hier sind die, die ich weggeschossen habe. Dann gehen wir wohl erstmal zu Fabio. Fabio. Nicht zu nah ran und ein bisschen höher zielen und peng. Stein und Vogel. Siegfried, wir kommen für dich. Mal wieder. Siegfried ist irgendwo neben dem Leuchteding. Da ist Siegfried. Peng. Siegfried erfolgreich erwischt. Dann machen wir noch einmal Gas drauf. Gas und dann holen wir uns Crystal. Peng. Die habe ich ganz gut erwischt. Wir haben 4 Vögel. Und jetzt müssen wir sie im Attic verbrennen. Beziehungsweise erstmal in die Cages sperren. Irgendwo denn was, was wir uns anhören müssen? Gerade irgendwie nicht. Wir müssen nach oben. Die Vögel rein. Die macht das auch einfach so straight. Die armen Vögel, ey. And now burn them in the attic, stand da, ne? Wobei, da steht ja auch noch irgendwas von wegen Light. Ich weiß nicht, was wir mit dem Light hier machen. Was fangen wir damit an? Warte mal, was stand denn nochmal auf der To-Do-Liste hier?
Fill up container. Warte mal, one bird in every crate, das haben wir dann. Turn on switches in cellar. Fill up container. Also jetzt irgendwas mit den Switches hier unten? Ich meine, im Endeffekt hatten wir das ja schon mal, aber wir machen es einfach nochmal. Machine Main Switch, ja, den haben wir gerade aktiviert. Und jetzt zum Attic hoch. Ich wünschte einfach, die hätten den Knopf für runter auch hier geparkt. Das ist so nervig, dass man die ganze Zeit da hochlaufen muss. Hatte OBS kurz keinen Bock mehr, aber ich habe nicht viel weiter gemacht. Also eigentlich bin ich nur ein paar Schritte gelaufen. Aber ja. Ich hoffe, dass ich zumindest mit den Steinen auch die Hebel, also die Schalter aktivieren kann. Sonst brauche ich wieder Bälle. Treffen sollte ich vielleicht auch. So, und jetzt? Achso, ich brauche die Vögel, richtig? Ich dachte, wir machen hier oben einen Mechanismus an, wo wir die verbrennen können, aber nein, ich brauche einfach die Vögel. Hello? I don't get what I have to do. Aber ich habe auch keine weiteren Anweisungen gerade, oder? Muss ich doch oben im Attic irgendwas machen, aber... Muss es doch hier unten anzünden, oder nicht? I have no idea what I'm doing. Diese verdammten Gemälde, ey. Ich meine, es kommt ja hier rein. Was auch immer. Und wo kommt's dann raus? Stun four birds with rocks, haben wir getan. One bird in every cage, haben wir getan. Turn on switches in cellar, haben wir getan. Fill up container. Was für ein Container? Ich meine, das Ding wahrscheinlich. Aber woran sehe ich denn, ob es voll ist? Es arbeitet halt. Ich weiß auch nicht, warum ich hier Bälle habe. Ich kann ja hiermit nichts machen. Geist, hallo? Irgendwelche Hinweise dazu? Ich weiß auch nicht, was wir mit der Lampe jetzt anfangen. Ich meine, läuft vielleicht jetzt einfach der Strom? Habe ich jetzt Strom zum Blinken? Irgendwer ist hier. Nein. Okay. Never mind. Musste den, ja,
whatever. Kurz, lang. 1, 2, 3. Lang. Okay. Wir können jetzt ins Next Level. Hallo Vogel, es tut mir leid um deine Kumpanen. Ich hoffe, du bist mir nicht zu böse. Wir fahren zum nächsten Level. Aber ich glaube, damit machen wir hier erstmal Pause. Und ja, wir sollten jetzt ungefähr die Hälfte des Spiels durch haben. 1 AM. Irgendwas Mark. Ich weiß noch nicht, was der erste Name da sein. Stismark? Gittismark? Grismark? Aber ja, wir sollten ungefähr die Hälfte des Spiels durch haben. Und machen die nächste Hälfte dann nächste Woche. Oder zumindest den Rest. Und danach kommt Silvio 2. Ja. Revisit Area. Nein. Wir wollen zum Main Menu. The game uses autosaves. Okay, das wird wahrscheinlich hoffentlich gerade einer gewesen sein. Aber ja. Damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Horror-Game im Spooktober. Bis dahin. Bye bye.